Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich bin euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Hey, I think that's a lucky emblem. What? Wo? Warum sagst du mir jetzt erst? Oh, ach da, okay, ich sehe es schon. Geh aus dem Weg, Goofy. Okay, gut gemacht. Alles klar. Ja. In der letzten Folge sind wir durch die Stadt von San Francisco durchgerast und haben Herzlose und Dunkwürfel erledigt. Wir sind Rico begegnet, welcher sich der Organisation angeschlossen hat. Also nicht der Rico, den wir kennen, sondern Vergangenheits-Rico, Dunkel-Rico hieß er, glaube ich, im Dingen, im Journal. Und ja, wir müssen mit ihm wieder reden, ne? Okay, you ready to battle the dark cubes? Schon wieder? Okay, auf geht's. Und ja. Ich nehme mal an, wir finden irgendwie Baymax Nummer 1 irgendwo. Weil da wurde schon irgendwie darauf hingedeutet. Der Baymax, den wir kennen, ist nur Baymax 2.0, sag ich mal. Und ja, Rico hat jetzt irgendwie so eine, wie nennt man das, eine Diskette oder so. Und die hat irgendwie, ist irgendwie vom ersten Baymax und ja, ich nehme an, hope it's learned some new tricks. Passiert bald was. Yeah, now it's gotta face all of us. That's right. Freddy want to destroy. Our probability of success is. You don't have to crunch the numbers, Baymax. It's not the sum of our parts. It's the sum of our hearts. Yeah. Which adds up to what? Na, ist er schon wieder. Show me. Okay. Almost there. What? This pile of junk collected the data we needed. The terror of being attacked without warning. The despair of having no place to run. The longing for vengeance. A heart's more than that! It's working together! My one, it's something funny! Trusting friends. In every heart, there's hope! Yeah. Yes! You're right. Huh? What? That's why I made sure our creation fought you. Now the data contains a complete heart. A heart made from conflict? That can't be what real. What was it you said? I only have to see it for it to become real. So, let's see it. First, we need a vessel. What's going on? Another dark cube form? Doesn't look as bad as the last one. It could be a trick. Usually is. We can stop it. Yeah. Wait. That's Baymax. What? Ja, sag ich doch. No way. Weiß schon, was ich hier rede, ne? This puppet has lost his heart. He won't wake up. He's not a puppet! Baymax is like my family. Please, give me back my friend. Yes. Huh? I did promise I'd put this back where I found it.
Und ja. Jetzt geht alles den Bach runter. But there's one piece missing. Sora, you're the one who's going to complete this heart. Yeah, right. You can't have a heart without sadness, without loss. You see, you're going to destroy Hiro's friend right in front of him. Wait! Oh no. Oh no, what? Sehr cool. Hero! Hero, tell us, what should we do? Ja, die beiden gehen schon irgendwie auf den los. Baymax means everything to me. But that chip isn't who he is. I already made this mistake once before. Tadashi wouldn't want there to be a Baymax that hurts people. Echt guter Kampfstil, ihr beiden. Sora, he has to be stopped. Okay, help Gogo and the others. You can lead this guy to us. Thank you. Oh no! Sora, take Baymax. Okay, Baymax! I am ready, Sora. Aber los. Schlacht über Franz, San Francisco. Gerne. Okay. Robert, dich kriege ich noch. Okay, cool. Fliegen direkt auf den zurück. Okay, gut. Auch. Kann ich mich überhaupt heilen? Nee, ne? Okay. Könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, wenn der Kampf die ganze Zeit so weitergeht. Vielleicht die ganze Zeit der 2. Was? Okay, ich kann mich die ganze Zeit heilen. Das ist broken. Oh Gott, oh Gott. Wo ist er? Kann ich schneller fliegen? Nee, ne. Ich kann mich jetzt schon wieder ein. Ja, voll broken. Oh Gott, Mixer. Die Dinger alle nicht. Jetzt kann ich mich so bewegen, gut. Oh ja. Ah. Ja, voll broken, wenn man sich so heilen kann.
Oha. Ist gar nicht so einfach. Voll unspektakulär aus, wenn ihr mich fragt. Ja, fährst du da auf mich? Oder ich baller auch auf dich. Na komm, nochmal. In die Fresse, in die Fresse, in die Fresse, in die Fresse. Das wird natürlich auch so ein Wartungsspray auf, pass auf. Boom. Da war relativ einfach eigentlich. Das sollte ich gewesen sein, oder? Ja, aber das ist irgendwie voll bad, ey. Guys. Hero. So, did we stop him? Safety mode kicks in if he's put under too much stress. So, he's probably just in stasis. We'll have to destroy the chip if we want to be certain. But are you sure? Yeah, dude. You don't need to go that far. Maybe we can find another way. Mm-mm. It's the right thing to do. Tadashi would have done the same thing. But Hero, isn't that Baymax's heart? That's okay. Baymax is here. I should be the one. Okay. Ow. Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Okay. Okay. Sie wäre schon vorbei. Ich hätte doch noch im letzten Part hier reinnehmen können. Muss ich auch, glaube ich, machen. Ja. Haben schon. Ich dachte, da wäre jetzt noch ein bisschen länger. Okay, werde ich das hier wohl. Dann werde ich das wohl irgendwie im nächsten Part
Ich beende den Part jetzt einfach hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hallo und willkommen, mein Name ist Aniro P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, die letzte Folge war doch, weiß ich nicht, 15 Minuten habe ich im ersten Part, in der ersten Hälfte des Parts aufgenommen und dann war schon die Welt zu Ende. Also, das packe ich dann noch in den, wo wir gegen den Dunkwürfel und so gekämpft haben, dahinter, ne? Dann weiß ich nicht. Tun wir jetzt mal machen, was auch immer jetzt kommt, ne? Und weiß nicht, ist ein bisschen umständlich und kompliziert wahrscheinlich, aber was soll's. Machen wir jetzt so. Gehen direkt in die nächste Welt und so. Oder was soll man jetzt machen müssen? Also einen neuen Lichtsucher kurz freischaltet. Sprich mit deinen Freunden in der Stadt, um dich eine Herausforderung zu stellen. Ja, oder wir könnten jetzt hier noch durch die Gegend rennen und... Das Spiel macht es mir gerade nicht einfach, aufnahmemäßig. Da habe ich doch 15 Minuten. Also. Gut, dann tun wir das doch noch. Im nächsten... Boah. Wir haben ein Ding hier nach... dranhängen, weil... Ich kann doch neue Welt jetzt hier erkunden. Ich dachte, jetzt kommen erstmal wieder Cutscenes und all sowas. Aber nein. Spiel hat es mir jetzt irgendwie ja sehr schwer gemacht, aufnahmemäßig. Gut, dann rennen wir mal hier durch die Gegend und gucken. Kommt der aus? Ne, der kommt nicht aus dem Film. Wer ist das Spiel? Wie heißt der Film? Riesiges Robo-Wabo. Gut, dann. Oh, ich habe Rüstungsslots. Ich habe bestimmt noch eine Schleife, oder? Irgendeiner von euch hat eine Schleife, ne? Kleine Schleife. Ja, damit. Du kriegst das hier. Und ich krieg die kleine Schleife. Bisse. Du mal noch den Rest dieser Welt hier ein bisschen erkunden. Dann seht ihr mal, wie es aussieht, wenn ich offscreen hier. So, wir müssen ja, wir müssen einen Sternenhimmel fotografieren, ne? Also gut. Also jetzt hat erstmal dann irgendwie ich nicht irgendwie direkt zur Weltkarte kommen und irgendwie weiß ich nicht. Na, Cutscenes und sowas alles sehe. Fand ich jetzt ein bisschen doof, aber okay. Warum nicht? Let's see. Irgendwie sehe ich keine Sterne. Ach man. Ich will in Ruhe fotografieren, lass mich in Ruhe. Hat Ruhe. Oh no. Hey, ich sehe gerade was Schönes. Let's see. So, Ui, Halcom Plus. So, was soll ich noch fotografieren? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Oh. Soll ich den Stern nehmen, ja. Dann soll ich fotografieren oder was? So ein Stern. Der Mond. Da sind wir ja noch nicht hingegangen. Gute Frage, ne? Ja, am Boden sollten wir mal ein bisschen mehr erkunden.
Okay, da war irgendwas. Aha, geht weg. Ich will nicht unbedingt gegen euch kämpfen. Ich bin schon stark genug. Ich spiele schon einfach genug irgendwie. Okay, die sehen, die Ritter sehen ein bisschen anders aus. Ich dachte erst, ich habe mir halt eingebildet. Dann gucken wir mal den Boden. Ich glaube schon auch ein paar Sachen, ne? Boah, war noch mal die andere Fotomission. Kann ich glaube ich hier nicht nachschauen, das ist auch blöde. So, ich brauche noch 21 Truhen, ne? Ich will jetzt nicht alle von denen hier auf Screen dranhängen, deswegen versuchen wir mal ein paar von denen jetzt zu finden. Aber ist irgendwie nur dieses Gebiet hier, ne? Okay, einmal tags und einmal nachts, aber trotzdem ganz schön winzig im Vergleich zu, weiß nicht, der Karibik. Ich komme ja gerade frisch aus der Karibik, das hat schon ein ganz schöner Unterschied, wenn ihr mich fragt. Ja, was soll's, ne? Kurz war diese Level auch, diese Welt. Ja, was war hier los? Da war irgendwie die erste Welt, die glaube ich angekündigt wurde, ist worden ist irgendwie als Kingdom Hearts 3 angekündigt worden ist, ne? Ah, Big Hero 6 wird in diesem Spiel vorkommen. Geil, wa? Da haben wir nur so 2 Stunden so im Vergleich zu den üblichen 3 Stunden, die wir in anderen Welten bisher waren. Truhe übrigens. Wo kommt man hier hin? Zu Hiros Garage oder? Ah, nö. Wesen wird man ja so gefragt, wo man hinkommt. So, einmal speichern. Auch ein paar Minispiele machen, aber nee. Du brauchst mir halt nicht wirklich mal sagen, immer wenn du was sagst, wird irgendwie die Karte ausgeblendet und dann weiß ich nicht, wo ich bin. Bisschen irritierend. Keine Ahnung, irgendwie habe ich diese Welt jetzt nicht so beeindruckt, so wie die restlichen. Oh. War irgendwie sehr kurz. Das Finale war auch irgendwie ein bisschen unspektakulärer, so. Vor allem diese Welt kam direkt nach der Karibik, deswegen weiß ich nicht. Die Welt von der Karibik, die war awesome. Muss gegen riesigen Kraken kämpfen, gegen Davy Jones. Das war doch awesome. Das ganze Inseln erkunden mit einem Schiff. Da habe ich mir hier so ein bisschen mehr vorgestellt, wenn ich ehrlich bin, aber was soll's. Was soll man machen? Geht halt nicht mit jeder Welt, ne? Boah, ich habe nichts getroffen, ehrlich. Noch so ein Typ, ehrlich. Boah, warum tue ich denn keine Welle oder so erzeugen? War nicht schon vorher mal so? Gott. Und warum laufen wir nicht mit 2 bei Max herum? Hallo? Wir haben noch jetzt 2. Lass doch mit beiden rumlaufen. Dann haben wir doppelt die Baymax.
So, aber das ist die letzte Disney-Welt. Das heißt, die Fehler sind vorbei und jetzt kommt das ganze ernste Zeug und das awesome Zeug. Also, meine Sache ist ja immer die, der Anfang und das Ende von Kingdom Hearts spielen und manchmal so ein bisschen in der Mitte ist ja immer das Beste. Also immer, wenn der Custom Content irgendwie so kommt. Der nicht Disney Content. Und ja, wir sind mit dem Disney Content jetzt hier fertig und jetzt kommt der große Finale. Oh Gott, und ich frage mich, wir werden nie im Leben gegen alle Organisationsmitglieder kämpfen. Weil dann haben wir 13 Bosse hintereinander. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir gegen alle von denen kämpfen müssen irgendwann mal. Viele von denen werden ausgelassen, nehme ich an. Das würde ich ein bisschen doof finden, weil warum die Charaktere alle hinzufügen, wenn wir sowieso nicht gegen die kämpfen. Also bauen uns irgendwie so Thesen. Das ist auch meine Frage gerade. Ich meine, die tun jetzt alle die Charaktere hinzufügen, die Organisation 13 Mitglieder. Wir können wahrscheinlich nicht gegen die kämpfen. Das würde ich ein bisschen doof finden. Hätten sie aber gar nicht erstmal hier hinzufügen müssen. Außer wir kämpfen echt gegen jeden Einzelnen, aber das stelle ich mir irgendwie nicht vor. Ich glaube nicht, dass wir wirklich gegen 13 Bosse hintereinander kämpfen, so. Vor allem irgendwie wird ja irgendwie so schon lange irgendwie darauf hingedeutet, dass 13 Dunkelheiten gegen 7 Lichter erkämpfen müssen. Und ja, das geht ja nicht, wenn wir einen von denen Truhe so mittendrin irgendwie erledigen. Ich nehme an, Xehanort will all die Leute auch bis zum Ende noch haben, damit er irgendwie Kingdom Hearts oder Ichikling oder was auch immer er vorhat hier zu erstellen. Seht ihr, was ich meine? Naja, ich bin gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich hoffe, es wird awesome. Und ich hoffe, dass, wenn wir gegen einige von denen nur kämpfen, dass wir gegen die richtigen kämpfen will. Ich will gegen Best Character zum Beispiel kämpfen, gegen Sigmar oder Break. Ich habe nichts dagegen, nochmal gegen Ansem oder Xemnas zu kämpfen. Ansem eher weniger, aber Xemnas wäre auf jeden Fall awesome wieder. Nehmen wir mal an, wir müssen gegen Sykes irgendwann mal kämpfen, einfach nur weil, weiß nicht, wegen Lee Konflikt und all so was halt, ne? Ich glaube, ich hatte, also ich glaube, alle gegen alle echten Organisationsmitglieder, die wir in Dings gesehen haben in Dream Drop Distance. Gegen all von denen werden wir auf jeden Fall noch mal kämpfen. Also auch junger Xehanort, nehme ich an. Mysterious Figure. Oh. Und hoffentlich mal wieder Terra Xehanort. Der muss ja auch irgendwie hier rumlatschen in dem Spiel. Alter. So mal aufbauen. Zucchini. Ja, kochen kann, können wir gleich auch noch mal machen. Genau. Ja, ich glaube, jetzt hier schön so im Kreis. Bisher haben wir ordentlich Thron gefunden. Dann würde ich sagen, wir machen das gleich noch mal in der Luft halt, ne? Was lief jetzt eigentlich so mit den Truhen? Glücksembleme scheine ich jetzt nicht mehr so zu finden. Aber vielleicht noch, ne? Oh, meine Kehle ist voll im Eimer. Aber ich will wissen, was als nächstes passiert.
Weiß ich nicht. Ich kann ja nicht zur Weltkarte, nehme ich mal an, ne? Irgendwas muss ja hier ausgelöst werden. Ich nehme an, wenn ich zur Weltkarte gehe oder so, dann kommen die ganzen Cutscenes und so. Die will ich natürlich aufnehmen. Oh, ich dachte. Knoblauch im Pappkarton. Musik finde ich auch nicht so gut in dieser Welt, ist irgendwie komisch. Wie gesagt, mich hat diese Welt irgendwie nicht so überzeugt. Die besten Welten, in denen ich bisher war, waren die Karibik, Arendelle, Corona irgendwie mehr wegen der Story und so. Weiß ich nicht. Was hat man noch? Toy Story Welt. Die Toy Story Welt war auch eigentlich gut. Na, morgen bald natürlich. Nein. Was gab's noch? Twilight Town. Gab's jetzt nicht so viel zu erledigen. Also. Laut dem Tagebuch sind wir mit der Story da auch fertig, also okay. Irgendwie tut es da nichts mehr. Ich dachte so, wir gehen also, weiß ich nicht, Anfang des Spiels hin und dann irgendwann, wenn irgendwas Wichtiges passiert, gehen wir da wieder zurück. Für den zweiten Teil, aber anscheinend nicht. Dann gucken wir mal hier bei entschieden, ob es hier irgendwas gibt. Ja, nein. Endmal der Big Ben, kann irgendwie nicht sein. Ist auch London. Na, wo fahren wir hier hin? Da fahren wir auch in der Sackgasse. Ich nehme an, den Boden haben wir hier gut erkundet. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Es ist noch mehr rutschen können. Ja, ich fühle mich irgendwie, als wäre ich in der Disco bei dieser Musik. Hey, warte, habe ich was gesehen? Nein. Mal da hoch, Mann. Ritterband. Und diese Dinger so hoch zu springen, das ist. Just imagine the yummy stuff little Shep will whip up with this. Kann man nach oben hin? Ich glaube, da war ich noch nicht. Was ist denn da? Alter. Du bist hier. Hey Sora, you wanna do a flash tracer? Nee. Mehr Spiele machen wir irgendwann alle. Holen wir irgendwann nach. Ja, ich wollte da nicht hin, aber ich wusste, der kommt dann wieder. Ah. Wo gehst denn du hin, Mann? So. War ich hier schon? So, dann springen wir jetzt zu jedem einzelnen Gebäude auf der Karte. Was? Also könnte ich eigentlich auch durch die Gegend fliegen, ne? Aber nee, mach mal geordnet. Gehen jetzt ja jedes Gebäude ab.
Au. Ja, da muss ich alles offscreen machen, also müssen nicht, aber da mache ich alles offscreen, ne? Hier von einem Gebiet hier zum anderen rennen, um die schönen Truhen hier zu finden oder Dingens hier, Glücksembleme. Das in jeder Welt immer 3 Stunden, was ich auf jeden Fall nicht hier aufnehmen werde, aber trotzdem ist da drin irgendwas, kann ich gar nicht rein. Und diese spitzen Dinger, ich kann da nicht hoch. So, wir wollen da lang, glaube ich. Ruhen. So irgendwie anticlimatic. Was hier, was? Nein, okay, weiter. Hier war schon, genau. Boah. Ja, was denn? Was sieht man, wenn ich jetzt hier dazu einsetzt? Er ist geflogen. Alter. Ich bin einfach vom Gebäude hier, vom Wolkenkratzer runtergespissen. Kann ich halt auch mit Donald mal machen. Ja, hier war schon eine Truhe. Das ist auch schon eine Truhe. Was? Da lang. Na, Donald. Auf zu reden. Kann nicht gut für deine Gesundheit sein. Nein, lass mich. Wo gehst denn du hin? Achso, der ist da gerutscht. Auf dem Dingen. Ich habe mir schon gefallen. Da fliegt denn der so konzentriert da hinten hin? So, haben wir hier alles? Nein. Boah. Werden bestimmt irgendwann wichtig sein, die FP Plus. Deswegen sammle ich die mal. Ich meine, warum sollte ich die nicht sammeln? Also das sind Truhen. Warum sollte ich einen Truhen nicht sammeln? Boah. Das ist mal eine geile Logik, ne? So, wer hier oben ist nichts. Wieso da auch? Hallo, ach, das habe ich schon. Dreck. Da lang, ne? Noch hier war ich schon. Eine Truhe fehlen mir noch. 14. Das ist immer noch zu viel, Mann. Da muss doch hier irgendein Gebäude gewesen sein, wo ich noch nicht war.
da. Zumindest auf den Dingern auch irgendwie was. Ach, da war ich schon. War ich schon dutzende Male. Gut. Wenn man auf diesen riesen Gebäude wartet, aber nö, au. Au. Lass mich. Ich sehe irgendwie was. Ich glaube nicht. Ja. Was haben wir denn hier? Wuscha. Nix. Komm schon, ich dachte. Nö, nix. Alles klar. Was ist das da? So, das ist die Bucke da unten. Oh, wie weit wir fliegen können, ey. Voll unnatürlich. Ja, wo sind die restlichen Truhen? Ich verstehe es nicht. Jetzt ja einmal im Kreis gelaufen, ne? Ja, keine Ahnung, muss ich dann wieder alles einreichen, ja, ne? So verspätet. Aber kann halt sein, dass tags und nachts hier irgendwie verschiedene Sachen sind. Gibt einmal Tag und einmal Nacht von diesen, von dieser Welt, ne? Nicht Ruhe. Speicherpunkt. So, jetzt ist der Speicherpunkt wieder weg. Danke. Lass mich doch einfach hier durch. So. Na, oh, schon wieder weg. Na, verpiesel euch bitte. Okay, wir speichern mal hier und dann gucken wir mal. Hier zu Tag wechseln kann, da irgendwas anderes ist. Weiß man, was ich guck mal nochmal Dings Mission ist. Ich trinke mal kurz einen Schluck, ne, weil meine Kehle. Die trocknet hier aus. If you are injured during battle, try. Sora, take care to. Okay. So, dann zeig mal ihr. Schlüsselschwert, da kann ich wieder was aufballern, ne? Einmal. Tun wir da auch leveln. Element, endlich. Nein, Dreck. Ich habe noch keinen Adamant kaufen. Dreck. Ist ja vielleicht noch irgendwo was. Ich kann ja gar nicht springen. Gut, wo ist mein... Oh mein Gott, ich wollte hier nachgucken. Karpfen, die durch die Lüfte schwimmen. Wir schwimmen gegen Windsäcke bei Tag sehen. Ah, okay. Stimmt, da habe ich gar nicht nachgeguckt, ob Tag was ist. So, dann gehen wir mal an Tag hier. Gucken, ob da was ist. Okay. Ein paar Minuten können wir noch, ne? Dann noch ein bisschen kochen und dann gucken wir mal.
wie es weitergeht. Come on, fellows. Auf geht's. Weil er ist ohne Dings hier unterwegs. Ohne Kostüm. Da fischförmige Ballons. Wenn die Dinger da, die ganze Zeit hier im Himmel sind oder was? Wie kommen wir eigentlich wieder zu dieser Brücke? Kommen wir da wieder zurück? Nee, ne? Fischförmige Ballons. Let's see. Meint diese Dinger, ne? Ja. Den Dingern ist doch bestimmt irgendwo auch was drauf. Oder drunter. Die stehen einfach nur da. Wahrscheinlich keinen einzigen hier. Nein, oh. Da bin ich ein bisschen überfragt, wo die ganzen Truhen ja noch sein sollen. Da ist der Truhe. Ich sehe sie gerade erst. Hi. War ich hier noch nicht in diesem Gebäude, auf diesem Gebäude. Halt, nee, ist nichts, okay. Das ist ein Mickey Mouse Zeichen, das ich 100% schon habe, ne? Die Golden Gate Bridge, ja, ne? Golden Gate Bridge heißt die, oder? Letztens irgendwie so nachgedacht, wie heißt das Ding nochmal? Wie heißt diese Brücke? Kann ich irgendwie zu dieser Brücke hin? Ich kann ja nicht hochrennen, ah! Ich kann nicht zu dieser Brücke gehen, ne? Aber man kann ja mal gucken, ne? Irgendwie scheint er keine Herzlosen aufzutauchen. Gut. Aber wird ein Spaß, hier alles zu finden, ne? Wird sehr lange dauern. Ich weiß gar nicht, wo die Truhen. Wir Truhen ja in der Karibik finden, also keine Ahnung. Ich guck mal. Nein, mal die Brücke, ne? Ich komme ja echt irgendwie dahin. Hi. Aber ich glaube nicht. Ich nehme jetzt das mal einfach an. Nein. Definitiv nein. Oh. Da ist die Brücke, ne? Oder? Da ist auch die, ne? Ja. Nehmen wir mal an, sie ist Golden Gate Bridge. Da kommen wir irgendwie nicht hin. Das ist nirgends von Ausgang. Nein. Na gut, da muss ich ja alles offscreen suchen. Und ja, ich tue das alles suchen. Ich tue halt nicht im Internet nachgucken oder so. Ich habe eine einzige Truhe bisher nachgeschaut, wo man die finden kann in Rapunzels Welt, Corona.
weil die war irgendwie zwischen so Büschen und so versteckt. Ich habe das einfach nicht gefunden, wo ich schon so 3-4 Mal durch die Welt gerannt bin. Und ja, danach habe ich jetzt mal nachgeguckt und das ist die einzige Truhe bisher, die ich nachgeguckt habe. Als andere habe ich irgendwie geschafft, selber zu finden, auch wenn es immer sehr lange gedauert hat. So, ich suche einen Speicherpunkt. Da. Es scheinen keine Herzlosen tagsüber aufzutauchen, was, glaube ich, da Thron finden und Glücksemblem finden ein bisschen einfacher macht, ne? Wie sieht's denn aus? So, Glücksembleme, ja, 5 Stück. Und Schätze, 13 Stück. Gut, keine Ahnung, dann gehen wir mal zum Bistro. Ich speichere mal, falls irgendwie eine Katze oder so kommt, ne, kann ja sein. Ich betrete irgendwie das Bistro und weiß nicht. Wir sehen, was mit Mickey und Rico passiert ist oder so. Da wäre ein bisschen doof. Sehen wir schon im nächsten Part, ne? Pass auf. So, ich hoffe, ich kann irgendwas kochen, ne? Na, das hier können wir kochen. Na, da war es auch schon. Gott. Ich laufe immer noch mit dem Gourmet-Ring rum, ne? Das ganze Spiel über und ich habe trotzdem keine Probleme. Komm schon. Ist mir echt irgendwie zu einfach, das Spiel bisher. Ja, war schon wieder. Keyblade Hero 3. Balalalala. Brofist. Balalalala. Wow. Okay, dokey. Ich hoffe wirklich, der Schwierigkeitsgrad geht ein bisschen in die Höhe, weil sonst weiß nicht, soll ich echt hier nur Erfahrungspunkte irgendwie machen, bis das Spiel irgendwie wieder eine Herausforderung wird. Irgendwie so ein bisschen Herausforderung möchte ich schon. Ich glaube, das ist echt erstes Spiel, wo ich irgendwie weiß nicht, Low Level irgendwie versuchen will. Wahrscheinlich sogar schaffe. Mache ich hier gerade so Gefühl auf irgendeinen dieser LKWs, könnte was sein, Glücksemblem und so. Dort kommt mir gar nicht bekannt vor. Hallo, jede Truhe, die ich hier noch finde on screen, richtig gut. Also ich muss weniger Dinger nachreichen. Überlegt gerade, ist hier irgendwo ein Ort, wo ich noch nicht war. Versuchen wir mal die Landstriche hier zu merken. Was, Hallöchen, was für mich sehr schwer ist, ehrlich gesagt. Adamant, gut, nee, Adamant brauche ich nicht. Ich brauche Damaskus. Spring einfach so ein bisschen durch die Gegend. Truhe. Boah, hier war ich sogar schon mal. Ich kann mich an das Ding erinnern. Ich habe versucht, das mal kaputt zu hauen. Aha. Nein. Nein. Ich bin doch hier überall schon durchgerannt. Wieso finde ich jetzt erst die ganzen Truhen? Schon oben und unten geguckt. Ich suchte hoch und tief und hoch und tief. Aber irgendwie muss ich wohl mittel so nachgucken, ne? Dann finde ich jetzt die ganzen Sachen. Halt. Hier habe ich mich noch nicht so umgeschaut, glaube ich. Ja, irgendwo hier zwischen. Eins von diesen Dingern ist doch bestimmt nach so einem Mickey Maus Ding hier ausgerichtet. Pass auf. Ich weiß, das ist überaus spannend gerade,
mir zuzuschauen, wenn ich hier Dinger suche, Embleme oder Truhen. Aber da ist die Ruhe vor dem Sturm. Ganz awesome Zeug, da kommt gleich noch alles. Also für mich gleich. Vor euch vielleicht, je nachdem, wann ich das hochlade, einen Tag später oder eine Stunde oder eine halbe Stunde. Meistens eine Stunde später. Ups. Eigentlich baut man ja nur das Wandrennen, ne? Wände hoch zu rennen. Ich meine, dieses von Wand zu Wand springen, das ist irgendwie sehr viel unspektakulärer in diesem Spiel. Das ist in Dream Drop Distance war. Ich meine, da brauchte man das hin und wieder mal, um irgendwie weiterzukommen. Ja, ist gut, Donald. Boah. Halt die Fresse. Ich kann gleich noch mal gucken, ob ich hier irgendwie was kochen kann. Ich habe ja Butter jetzt. Ja, habe ich schon geguckt. Boah, ich könnte jetzt hier noch stundenlang gucken, weil ich natürlich auch machen werde auf Screen, aber wird jetzt nicht alles aufnehmen. Aber jede Truhe, die ich hier noch on Screen finde, heißt, dass ich die nicht extra in Aufnahme packen muss und so. Aufnahme anschmeißen muss und dann so reinpacke in das Dingen in das Video. Bin sehr wortgewandt, wie man. Boah. Ich glaube, da war es hier. Komm. Auf Feierabend. Zurück in die Garage zu unserer Band. Big Hero 6 und die Keyblade Heroes 3. Keyblade Heroes 3, meine ich. Wo sind die alle? Ach so, ja, ist halt nicht Superheldenzeit, ne? Tagsüber besuchen, nachts. Ha. Die Sicherheit hier nichts mehr ist. Let's see. So, okay, wie sieht es jetzt hier aus? So Rezeptsammlung, ja, das ist so 10 Truhen und ich glaube 5 Embleme, ne? Und das muss ich natürlich auch noch machen. Die Karibik, und würde ich sagen, ich beende Partie. In der nächsten Folge sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich nehme an, dann geht so richtig los, ne? Und die Story wird extrem gut. Jedenfalls, ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski.
experiencing distress. Yeah. Let's see. Let's see. Nice. Let's see. Nice picture, Sora.